nicht so schnell! Klappe zu und rennen! Verdammter Mist! Die sind vielleicht flink. Was geht denn hier vor sich? Ja, merkwürdig. Fragen wir nach. Ja, bevor ich nachfrage, jetzt will ich mal schwingen. Das sieht ja krass aus in Flammen. Nice. Hat schon was. Klar, sie haben es jetzt einfach nur ein bisschen rüber gebufft, ne? Aber es sieht schon cool aus. Im Flammenmodus. Okay, ja. Den quatschen wir mal. Ein Schlüsselmoment in Echos der Gefallenen wurde erreicht. Ab diesem Punkt wirst du nicht mehr zurückkehren können. Weiter? Ich bin schon einmal gestorben. Why not? Ja, definitiv heißes Eisen. Entschuldige, wer waren diese Männer eben? Elende Unruhestifter waren das. Als ich ihnen gesagt habe, dass wir ihr Gepäck kontrollieren müssen, sind sie ganz bleich geworden und haben die Beine in die Hand genommen. Natürlich bin ich ihnen sofort hinterhergerannt, aber... ich hab sie nicht erwischt. Naja, wenigstens haben wir die Kerle jetzt nicht in der Stadt. Ich hab wirklich die Nase voll von Gesindel, das ständig nur Probleme macht. Und um was für eine Art von Problemen handelt es sich dabei genau? Hm? Macht ihr Witze? Den ganzen Ärger mit den Kristallen meine ich natürlich. Tut uns leid, wir waren länger verreist. Was ist denn los? Na schön. Also... die Kaiserlichen haben nicht gerade viele Kristalle dagelassen. Als die aufgebraucht waren, wurde hier auf einmal ganz offen mit Splittern gehandelt. Erst haben wir einfach weggeschaut. Befehl von Lord Byron. Der war nämlich der Meinung, dass wir den Leuten nicht auch noch das letzte bisschen Hoffnung nehmen sollten. Jedenfalls bis die Windeier aufgetaucht sind. Dämmerkristalle heißen sie. Hässliche Splitter, die schon zerbrochen sind, wenn man sie auch nur schräg angeguckt hat. Erst wussten die Leute natürlich nichts davon und haben Berge von den Dingern gekauft. Das war vielleicht ein Theater, als es rauskam. An dem Punkt musste Lord Byron einschreiten und hat den Handel mit den Kristallen hier in der Stadt verboten. Seitdem durchsuchen wir das Gepäck von jedem Händler, der durch unser Tor will. Aha. Und die Männer eben könnten diejenigen sein, die diese Dämmerkristalle verkaufen? Warum? Wollt ihr etwa welche? Ach, egal. Gut möglich, dass sie es sind. Eigentlich würde ich sogar darauf wetten. Vielleicht können wir sie noch einholen. Ja, vielleicht. In dem Fall haltet ihr besser eure Waffen bereit. Heutzutage machen nicht nur verdächtige Händler die Straßen unsicher. Verstanden. Wir werden aufpassen. Mann, da hast du ja richtig Geld ausgegeben, Alisea. Wenn sie verkauft haben, werden sie weitere Besuche in Port Isolde vermutlich nicht riskieren. Also könnte jetzt unsere einzige Gelegenheit sein, sie zu fassen. Oh, der ist mir sogar die Teleporter sind mir verwehrt. Oh, ich bin so faul in den Spielen zu laufen. Ey. Guck mal, da können wir doch gleich mal die Klinge testen. Sieht gut aus beim Kämpfen. Sieht so unnormal aus mit dieser Klinge. Weil einfach falscher Charakter war. Okay. Das hat was. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Macht ihr das? Macht ihr das? Ja. Muss ich wenigstens nur bei einem Gegner helfen.
Die Gockel bleibt ruhig. Gib's auf die Schnüt. Das hat aber auch Wumms, das Schwert. Ja. Definitiv. Ist so schön breit. Wo sind Sie? Besser. Wahrscheinlich schon weiter, oder nicht? Sie hatten ja reichlich Vorsprung. Standet mir im Weg? Gutes Brotmesser, ja! Damit mal so. Stell dir das mal in Wirklichkeit vor, ne? Damit dann nur so ein kleines Brötchen schmieren. Alter! Ja, mit Tisch. Wenn du die Butter dann abnehmen willst, dann. Fasching! Erstmal der Tisch durch. Ja, übel. Und schon wieder eins. Unsere Händler scheinen nicht hier zu sein. Nein. Hoffentlich sind sie uns nicht entkommen. Dieses blöde Gewackel verscheucht uns noch die Kunden, verdammt! Was? Die paar, denen der Himmel nicht schon genug war, meinst du? Da. Vielleicht hat einer von den beiden etwas gesehen. Entschuldigt. Sind hier vielleicht drei Männer in langen Mänteln vorbeigekommen? Oh ja, die habe ich gesehen. Arme Kerle. Wie meinst du das? Ein paar übel aussehende Gesellen waren ihnen auf den Fersen. Die haben die drei dann eingeholt und überfallen. Kristalle oder Leben haben sie gebrüllt und so. Aber diese Volltrottel sind doch glatt mit ihren Kristallen weggerannt. In welche Richtung, wenn man fragen darf? Da lang sind sie. Richtung Old Hill Docks. Wenn sie glauben, dort finden sie Hilfe, haben sie sich getäuscht. Aber vielleicht finden sie dort ein Versteck. Hoffen wir es. Und dass wir sie finden, bevor ihre Verfolger es tun. Vielen Dank. Und bitte, seid vorsichtig auf eurer Weiterreise. Dann schnell weiter. Ja, der Ton war mal wieder passend. Tod nützen sie uns nichts mehr. Geh voran, Clive. Aber sag mal, wenn man das mit der Flamme gleich toastet, ne, nennt man das dann Klingentoast? Rechne mal, aus so einer breiten Klinge, die man dann auch noch entzünden kann. Da kannst du auch noch Speck drauf machen und Ei. Die Klinge hat schon ihren Vorteil. Steak. Oh. Ja, wenn du Camping machst oder so, ne? Du brauchst nichts anderes. Wir sind hier irgendwo. Genau. Zu spät. Finden wir die drei. So, einer ist nach rechts abgehauen, ja, dann zwei nach links. Komm, schnappen wir uns erstmal den einen. Ich führe uns die Zeit mit Wegelagerern zu vertreiben. Du hast recht. Konzentrieren wir uns auf unsere Händler. Ja, wo ist... Hey, du und der andere. Mal ein bisschen näher kommen. Hallo, ich weiß, dass du da hinten bist. Hey, der geht stiften. Hallo. Hallo, nicht stiften. Gehen hier. Alter, pass auf deinen Strahl auf, Junge. Kannst du damit einen echt wehtun? Fürchterlich. Ey, das hält's ja wohl nicht alles hier.
seht ihr? Was, du stichst unten ab? Ach, wie süß. Jetzt mal schön in die Eier treten. Da könnte man sich auch ein prima Käsefondue machen. Der Käse nicht nur geschnitten, sondern auch gleich geschmolzen. Ja? Und von daher, Knötchens Klinge hat schon seine Vorteile, ne? War der eher nach den Gegnern? Ihr seid wohl irgendwo falsch abgebogen. Ja, du bist falsch abgebogen. Dann so, geht's nach unten. Die sich mir zu langsam hier alle verbrochen. Ja, Schatz, ich habe komplett alles noch. Das ist genau dort. Hatte ich vorhin gesagt, aber ne, das ist, wo hier doch der dann zum Ursprung geht. Genau da bin ich, bevor ich diese letzte Reise mache. Bis dahin musst du auch spielen und dann halt diese zwei Aufträge, Nebenmissionen, damit du das dann kannst. Ich glaube nicht, dass ich noch weiter kann. Ich auch nicht. Na gut, ich glaube, wir sind weit genug gerannt. Fami, da sind sie. Ist es jetzt wirklich schon zu viel verlangt, in Ruhe zu Atem kommen zu wollen? Meine Herren, auf ein Wort. Wir haben gehört, ihr verkauft Küste. Und genau wie eure Räuberfreunde kriegt ihr nicht einen Splitter, verdammt! Also steckt ihr dein dummes Schwert doch sonst wohin? Immer gern, aber ihr irrt euch gewaltig. Hier lang! Nen Angstschiss riss ich doch 10 Meilen gegen den Wind! Wie ist denn der Plan jetzt? Bitte sag, dass du einen Plan hast! Natürlich habe ich einen verdammten Plan. Das Glück, wenn ihr versteht. Fangen wir nochmal von vorne an. Du hast gesagt, ihr seid am Kristallhandel interessiert? Nein, nicht ganz. Genauer gesagt, wollten wir darüber mit euch reden. Ach, so ist das. Na, dann kann ich weiterhelfen. Sucht ihr vielleicht den Splitterkrämer? Kommt und holt ihn! Bist du wahnsinnig? Da sind sie ja! Diesmal geht ihr uns nicht durch die Lappen. Klunker auf den Boden, wenn ich bitten darf. Guter Mann, ihr irrt euch gewaltig. Wir sind keine Kaufmänner. Er ist der, den ihr wollt. Seht doch, was er in der Hand hält. Was? Der? Wartet, ich bin... Sagt ruhig Bescheid, falls ihr mal wieder Hilfe braucht. Die kommen nicht weit, Clive. Nein. Und das werden sie noch dabei. Oh, die Arschgeigen. Ja, so scharf ist die Klinge dann auch wieder nicht. Nein. Ich zerleg dich wie ein Schwein und verfütter dich an deinen freudigen Köter. Leckst du an die Alter, hat er das gesagt?
reagiere immer allergisch darauf, wenn man meinen Wolf oder meinen Hund dementsprechend so bezeichnet. Habe ich damals bei Aragorn auch schon. Hat sich einer mal erdreistet. Dem ging schlecht. Oh, Alter, pass mit deinem Strahl auf. Jana beschwert sich deswegen auch schon. Oh, geil. Der nervt. Mach ihn mal platt. Ich gebe mal Torga so lange die Zeit. Und wen willst du jetzt heilen? Ernsthaft, deine Eisstrahlen können kaum was machen? Och, Kina, was ist denn mit euch los? In welche Richtung sind sie geflohen? Nach Norden. Zum Drillingsschilf wahrscheinlich. Atorgas Szene könnte echt hart sein, wenn er mich hier beweist. Ihre Spur nie wieder. Aber hinterhältig waren sie schon, ne? Oh, etwas nicht schlecht gemacht. Seltsam vor. Da Bulle, aha. Alter, Alter. Ja, ganz schön. Da hat geguckt. Da hinten ist Pudding? Wo ist Pudding? Ich hab Pudding gesehen. Wo, stell den Löffel. Dämmerkristall. Clive? So wie der Boden aussieht, sind sicher mehr als nur unsere drei Scharlatane hier vorbeigekommen. Etwa noch mehr Banditen? Die würden wohl kaum Kristalle hier liegen lassen. Egal, wir sind auf dem richtigen Weg. Weiter. So, auf dem Rückweg, ja. Ja, da ist Pudding. Weißt du, damals wurden ja noch Brotkrumen hinterlassen, ne? Um sich den Weg zu merken. Heute sind es Dämmerkristalle.
schlimm, sowas. Vorsicht, Bruder. Zur Rast sind sie sicher nicht gegangen, oder? Nicht, wenn sie keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Suchen wir lieber weiter in den Sümpfen. Ist der Weg, um darüber zu kommen? Ja. Heute gibt es Meerestiere. Frisch, lecker und geröstet. Grüße dich, Dioskurin. Wie geht's, Dio? Wie war dein Tag? Was? Beharrlich sind sie, das muss man ihnen lassen. Freunde, ich wusste, ihr werdet mit diesen Sträuchen fertig. Aber natürlich. Weil du weißt, wozu wir imstande sind, nicht wahr? So. Ihr verkauft Kristalle. Dämmerkristalle. Und wir wollen wissen, wo ihr sie her habt. Also sagt ihr es uns. Nur einmal angenommen, wir sind die Händler, die ihr drei sucht. Wieso sollten wir euch verraten, woher unsere Ware ist? Welcher Hirte führt einen Wolf direkt zu... Werden sie stärker? Clive, der Turm! Das ist ungewöhnlich. Eher unmöglich. Hey, was ist, wenn noch jemand in den Turm... Ruhe, du Knallkopf! Und was würde dieser jemand dort finden? Ich hab keine Ahnung. Ich war noch nie dort. Echos vielleicht? Oder Gefallenenkrempel? Da bin ich überfragt. Das Tor ist verriegelt, wirklich. Kein Zugang. Und woher weißt du das, wenn du nie dort warst? Ich, Da! Hinter dir eine akasische Bestie! Glaubst du wirklich, ich würde auf diese billige Masche reinfallen? Clive, Vorsicht! Was? Oh. Wir noch eine Runde? Sollen sie laufen? Ich kann mir vorstellen, wo sie hinwollen.